Moin Leute, herzlich willkommen zu unserem allerersten YouTube-Video. Wenn ihr wissen wollt, was wir machen, dann lasst uns erstmal reingehen. Fragt euch sicherlich, wer sind wir, was machen wir und warum sage ich die ganze Zeit wir? Also ich bin natürlich nicht alleine. Einmal haben wir hinter der Kamera unseren Media Activity Master, das ist Nick. Den werdet ihr auch noch kennenlernen. Die anderen Jungs laufen unten rum in der Werkstatt und ja, tragen ihren Teil dazu bei, dass wir unser Tagesgeschäft hier machen. Mal eine Kleinigkeit zu mir. Also ich selbst bin in der Tuning-Szene seit Ende 2000ern ziemlich aktiv unterwegs. War auch schon das eine oder andere Mal erfolgreich, gerade im Tuning-Bereich, bei Europameisterschaften und hier und da und ja, irgendwie auch auf vielen VW-Treffen, weil ich selbst ziemlich VAG-affin bin. Das heißt, mein Interesse liegt sehr stark dem VW-Audi-Bereich. Manche kennen mich auch daher. Und ja, wenn ihr das jetzt hier seht, dann bitte nicht lachen. Oh Mann, ich kann das nicht, Nick. Ja, unser Hauptaugenmerk haben wir im Bereich Motorsporttechnik und Tuning. Nichtsdestotrotz kaufen und verkaufen wir auch Autos. Das heißt, wir suchen uns Bastler, Objekte, Projektaufgaben. Also wenn ihr mal ein Auto loswerden wollt, wo ihr sagt, ey, der steht 3, 4, 5, 6 Jahre bei mir, ich schaffe das einfach nicht, könnte es natürlich interessant für uns sein und damit wir diesem Fahrzeug wieder neues Leben einhauchen, ne? Ja, abgesehen von den Fahrzeugen, die wir an- und verkaufen, fertig machen, umbauen, tunen in jeglicher Hinsicht, könnt ihr bei uns auch Tuningteile kaufen. Das heißt Fahrwerke, Felgen, Sportauspuffanlagen, Luftfilter, ganz Umbaukits. Wenn ihr euch nicht sicher seid, darf ich das, kann ich das, funktioniert das auch TÜV-technisch, fragt uns gern, wir sind da immer beratend für euch tätig. Wir helfen, wo wir können und gehen auch gerne mit euch einen gemeinsamen Weg. Was sieht cool aus? Welche Spoilerlippe? Welches Felgen? Welches Fahrwerk-Setup nehmen wir dort bei euch? Also wie gesagt, unser Hauptaugenmerk liegt in dem Bereich Tuning. Also, unser Firmensitz ist zwischen Hamburg und Bremen in Niedersachsen. Wir sind auch sehr viel im Norden unterwegs, gerade Hamburger und Bremer Gegend. Teilweise Freizeitaktivitäten am Wochenende, freitags. Die ein oder andere Tankstellenveranstaltung nehmen wir auch nochmal mit. Für alles außer zum Tanken. wir nehmen euch mit zu Events, die wir dieses Jahr anfahren wollen. Wir nehmen euch mit, wie gesagt, vielleicht auch mal auf einen Freitag zu irgendeinem Tankstellentreffen oder eine andere Location, wo sich Leute treffen. Wir sind viel, viel unterwegs. 2023 haben wir uns einfach vorgenommen, wieder so ein bisschen in der Szene mitzurühren, mit aktiv zu sein und halt eben auch geile Gespräche mit euch zu führen oder auch mit Leuten, die uns vielleicht auch gar nicht kennen, was ja auch wirklich nicht schlimm ist. Des Weiteren nehmen wir euch mit, abgesehen von den Tankstellentreffen oder irgendwelchen anderen Events, auch auf offizielle Events. Wir werden viele Großveranstaltungen anfahren. Aktuell ist nur geplant der deutsche Raum. In den Jahren zuvor waren wir auch ein bisschen im europäischen Ausland unterwegs. Aber auch da würde ich eher sagen, nehmen wir euch mit auf die Reise, dass ihr das seht. Ich möchte gar nicht zu viel spoilern, das ist doch Sinn und Zweck von dieser ganzen Geschichte hier, uns zuzuhören und uns zu verfolgen. Ja, die Saison steht quasi vor der Tür. Ende März geht es eigentlich auch schon für uns los. Manta, zweiter Teil, kommt in die Kinos. Wir haben die Chance, mit zwei unserer Autos in Bremen bei einem Event mit dabei zu sein. Wir dürfen unsere Autos ausstellen. Auch dort werden wir euch mit der Kamera auf jeden Fall mitnehmen, euch zeigen, was dort abgeht. Ich bin auch total gespannt. Ich weiß gar nicht, was uns da richtig erwartet. Der Film ist ein Klassiker, mittlerweile auch schon über 30 Jahre her, dass der erste Teil in den Kinos war. Deswegen sind wir alle sehr, sehr gespannt, was uns da erwartet, was auf uns zukommt. Wie kommen unsere Autos an? Wir sind noch nicht einmal fertig für die Saison, das ist das Schlimmste von allem. Zwei Autos nehmen wir mit. Beide sind aktuell noch mehr Baustelle als annähernd fahrbereit. Keine Ahnung. Bei dem einen warten wir noch auf einen Satz Felgen. Ja, der andere ist komplett zerlegt. Teile kommen noch vom Lackieren und so weiter, müssen ihn zusammenbauen, sauber machen, vorher noch zum TÜV alles abnehmen lassen. Ja, und das Ganze, wie gesagt, bis Ende März. Also
Schaffen wir es überhaupt? Das ist natürlich auch die wichtigste aller Fragen. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass die Jungs noch motiviert sind, weil, ja, die Zeit drängt. Machen wir noch? Eigentlich machen wir gar nichts, eigentlich können wir auch gar nichts. Also das eine oder andere Umbauprojekt von uns werden wir euch später noch zeigen oder auch in den nächsten Wochen. Na, werden einfach meinen ganzen Fuhrpark zeigen, welche Autos haben wir gebaut. Wir haben auch noch ein paar alte Sequenzen aus den letzten Jahren, wo wir mal ein bisschen freigedreht sind, wo wir unseren Firmenbulli zum Beispiel umgebaut haben. Da ist auch bestimmt ein sehr interessantes Projekt für den einen oder anderen, der sich auch gerade für Bus interessiert. Wir haben Oldtimer, wir haben noch fast neue Autos, also neue Autos sind nicht ganz so meine persönliche Liga, aber da ist ja jeder eh mal ein bisschen anders. Wie gesagt, wir würden da in den nächsten Wochen euch auf jeden Fall mit auf diese Reise nehmen. Ja, ihr fragt euch sicherlich, warum machen wir das Ganze hier? Ja, wir wollen dieses Jahr sehr, sehr viel machen, sehr, sehr viel Events anfahren, sehr, sehr viel erleben. Wir möchten einfach vielleicht ein bisschen das teilen, was wir so allgemein in unserem Alltag machen. Wie sieht unser Alltag aus? Was macht man überhaupt in diesem Bereich? Wir sind keine klassische Kfz-Werkstatt, wie ihr das sonst so kennt, sondern wir sind ein bisschen spezieller, machen teilweise auch verrückte und skurrile Dinge. Aber da kommen wir später noch zu. Ich würde sagen, wir gehen vielleicht gleich mal einmal rum. Ich zeige euch mal ein bisschen die Location. Ja, Leute, ich habe euch ja gestern schon erzählt, dass wir uns gerade vorbereiten für dieses Kino-Event, Manta Manta 2. Teil. Ich möchte euch mal eines der Autos, die wir gerade fertig machen, zeigen. Mein Golf 3 Cabrio. Teile sind heute vom Lackieren wieder da. Wir haben ihn auch schon zusammengebaut über den Tag. Jetzt ist nämlich gerade Feierabend. Deswegen haben wir gerade ein bisschen Ruhe und Zeit und können ein bisschen drehen. Ja, das Schätzchen hier kommt auf jeden Fall auch mit zu dem besagten Event. Falls ihr wissen wollt, was unter der Haube steckt, da kommen wir später zu. Ansonsten hat er jetzt gerade einen kompletten US-Umbau bekommen mit neuen Scheinwerfern, Lufteinlässen, Blinkern, Spoilerlippe, Stoßstangen. Ja, was haben wir sonst noch Schönes gemacht? Jetzt über den Winter, um ehrlich zu sein, gar nicht mal so viel. Der Rest ist im letzten Jahr schon entstanden. Aber kommt mal mit, wir schauen uns mal den Innenraum an. Ein bisschen Lack, ein bisschen Leder. Der Innenraum ist auch noch nicht ganz zusammengebaut, da sind wir jetzt halt noch bei, weil wir ja übermorgen auch schon fertig sein wollen mit dem Auto. Denn es gibt noch ein, zwei andere Autos, die fertig werden müssen. Deswegen sieht hier auch alles so chaotisch aus. Aber ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass das klappt. Wir sind schon recht weit gekommen. Auto läuft, fährt, bremst, hat TÜV, ist angemeldet. Teile sind dran, Licht funktioniert, also eigentlich nur wirklich Kleinkram zusammenbauen. Und dann kann es auch schon losgehen, würde ich sagen. Ja, ich zeige euch jetzt mal den Motorraum von dem Cabriolet. Den Wagen haben wir letztes Jahr umgebaut. Leider hat es ein bisschen länger gedauert, als ursprünglich geplant war, weil halt immer keine Zeit vorhanden ist. Ja, der Wagen hat einen Sechszylinder VR6 Motor bekommen. Das Ganze auch noch unterstützt mit einem Abgasturbolader, der ein bisschen dafür sorgen soll, dass er Spaß macht. Weil Spaß ist ja immer wichtig. Details möchte ich jetzt gerade gar nicht zu viel nennen. Leistung weiß ich auch noch nicht, weil wir haben den Wagen noch nicht abgestimmt. Er läuft jetzt mit einer Einfahrmap. Dadurch, dass jetzt Winter war und alles, konnten wir einfach zu wenig Kilometer fahren. Ich schätze mal, dass die Reise irgendwo über 500 PS enden wird. Man kann ja nie genug Leistung haben, ist ja immer so. Der Motor sollte von den Innereien her aber so locker so bis 700 PS ausreichen. Aber wie gesagt, was das am Ende wirklich ist, keine Ahnung. Wird sich rausstellen. Erstmal einfahren ordentlich, dann nochmal das eine oder andere Teil wahrscheinlich durchtauschen, dann neu abstimmen und dann kann es eigentlich auch in den Sommer gehen. Ja, so viel erstmal dazu. Da wird es halt auch noch in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten weitere Infos geben. Wir schauen einfach mal. Aber es gibt ja noch mehr Autos, die fertig werden müssen. Wir haben auch noch ein Jetta 1 Projekt. Dafür sind heute auch die Felgen gekommen und Reifen. Das Ganze haben wir hier heute auch schon mal vormontiert. Zwei Reifen müsste ich gleich noch fertig machen, damit das dann auch schon mal ready ist. Weil auch in dem Auto müssen noch die 1, 2, 3 Details umgearbeitet werden, damit er halt eben für die Saison startklar ist. Felgen haben wir jetzt. Lack ist fertig, müsste glaube ich nur einmal noch wieder gewaschen werden. Also vom Grundding her würde ich sagen, eigentlich auch alles machbar. Aber auch dazu kommt dann halt mehr in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten. Wir schauen einfach mal. Wir haben, wie gesagt, einen Arsch voller Autos, viele Projekte, wir haben noch sau viele Sachen vor. Gebt uns ein bisschen Zeit, wie gesagt, erstes Video.
Wir möchten euch ja auf eine lange Reise mitnehmen. Am besten, dass ihr Spaß habt mit uns. Seht, was wir für einen Spaß haben, teilweise auch untereinander, dass ihr die Crew kennenlernt. Und richtig cool wäre, wenn ihr vielleicht auf dem einen oder anderen Event, auf dem wir auch sind, auch da seid und wir können uns ein bisschen unterhalten, ein bisschen austauschen. Aber wie gesagt, alles Step by Step. Wir arbeiten uns erstmal hier durch. Und für heute würde ich sagen, ist Feierabend. Die Felgen mache ich zwar noch fertig, aber ansonsten Finish. Reicht für heute.